Okay, ich habe auf den Anknopf gedrückt. Hallo, hier ist Friederike von Joy of Syntax und English in Color. Und heute ist es ganz und gar auf Deutsch, denn heute interviewe ich meine liebe Freundin Anja Feldhorst. Und uns verbindet ganz viel. Wir waren Schulfreundinnen, haben uns dann aus den Augen verloren und uns dann vor 2 Jahren wiedergefunden und sind jetzt noch viel intensiver befreundet und viel schöner befreundet als vorher, für meinen Geschmack. Und sie hat vor allen Dingen mir zum Erfolg verholfen. Sie hat ein wunderschönes und zeitintensives Layout-Arbeit hat sie betrieben für mein buntes Buch. Und dafür bin ich immer noch dankbar, Anja. Sie ist selber Editorin, Layout-Editorin, Ghostwriterin und vor allem Autorin. Und ich würde jetzt einfach mal an Sie kurz weitergeben und dann lang weitergeben. Dann kann sie sich besser vorstellen. Hallo Anja, wie schön, dass du da bist. Ja, hallo Friederike. Ich freue mich auch total, dass wir heute reden. Ja, zu mir vielleicht noch kurz. Also im Deutschen, das ist für die, die es nicht wissen, Editor und Lektorin sind identisch. Sprich, ich bin diejenige, die Texte überarbeitet, anhübscht, gegebenenfalls auf Rechtschreibung und Grammatik prüft und intensiv mit den Autoren und Autorinnen an ihren Texten arbeitet. Sowohl im wissenschaftlichen Bereich, also ich mache sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche Texte, als auch in der Belletristik und da am allerliebsten Krimis, die ich nämlich auch selber schreibe, und Fantasy. Liebesroman ist nicht so meins, sage ich gleich, falls jetzt jemand den Wunsch hat. Ich habe es mal versucht mit Liebesroman schreiben und irgendwie im ersten Kapitel fiel sofort einer tot um. Und das war es dann mit dem Liebesroman. Aber du hast gesagt, es gibt schon Liebe in deinem Roman, aber es muss auf jeden Fall auch jemanden geben, der gestorben ist. Ja, genau. Also genau, gestorben wurde, ist sehr schön, genau, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Es gibt immer Liebe, weil ich finde das Zwischenmenschliche im Krimi auch ganz wichtig. Ja, sonst ich stehe nicht so auf diese Metzel- und Blutorgien, sondern mehr so, das nennt sich so hübsch, neudeutsch, denglisch, cozy crime. Mhm. Und meistens auch mit ein bisschen Humor oder ein bisschen mehr. Ja, das brauchen wir ja auch. Unbedingt. Ja, und ich wollte gerne mit der Anja so eine Reihe anfangen. Und das Überthema ist über das Handwerk und die Kunst des Schreibens. Und das wollte ich deswegen machen. Da habe ich sie gefragt, ob sie dazu Lust hat. Denn wir unterhalten uns immer so anregend über Text und Schreiben und Leben. Und dann dachte ich immer, das ist doch bestimmt auch mal für andere Menschen interessant, darüber nachzudenken, mit uns nachzudenken. Und dann kriege ich natürlich immer Anfragen, ob ich ganz kurz mal eben einen Text berichtigen kann. Das dauert ja nicht lange, das geht doch ganz schnell, nur mal eben gerade ein bisschen Rechtschreibung, ein bisschen Grammatik und schon ist es fertig. Und dann merke ich immer, dass die Menschen eigentlich nicht so viel drüber nachgedacht haben, weil sie nicht dazu angeleitet werden, also sage ich ohne Vorwurf, wie ein Text entsteht. Und oft, wenn wir in der Fremdsprache schreiben sollen, haben wir uns im Deutschen noch nicht mal klar gemacht, wie läuft Schreiben eigentlich? Was sind da für Prozesse involviert? Was braucht es dafür? Welche Art von Hilfe halten wir für sinnvoll? Und da habe ich gedacht, da ja nun die Anja schon so lange lektoriert, wäre das doch mal ein tolles Thema. Unbedingt, weil das ist das, was ich auch immer wieder feststelle. Also ob nun Englisch oder Deutsch oder vermutlich ist es im Chinesischen nicht anders. Die Menschen kommen zu mir und haben einen Text und hätten dann gerne, dass es ein ganz toller Text wird. Wer möchte und das nicht? Ja, machen sich aber gar nicht klar, was sie mit dem Text eigentlich vorhaben, wie viel Arbeit sie selbst bereit sind reinzustecken und wozu der Text dienen soll. Mhm. Und ich finde es wunderbar, wenn wir uns heute darüber unterhalten, was für ein Text, also was ich überhaupt mit dem Text will, Intention sozusagen, für wen der Text ist, warum ich den schreibe und dann auch zu gucken, was kann dann dabei rauskommen. Mhm. Also wie gut kann der Text werden, wenn ich zum Beispiel denke, okay, Referat, 2 Stunden habe ich noch fürs Handout. Die Wahrscheinlichkeit, dass in den 2 Stunden das Handout jetzt kein großer Wurf wird,
selbst wenn ich als Lektorin oder du als Sprachcoach drüber guckst, ist relativ groß. Und ja, also das erste Problem ist meiner Meinung nach eben, dass Schreiben einfach ganz viel mit Persönlichkeit und mit Denken und Konstruktion zusammen hat. Also es gibt nicht, also die Schrift ist nicht einfach nur so eine Klarsichtfolie, die ich mal um einen Inhalt packe, sondern der Inhalt ist ganz fest an die Sprache gekoppelt. Er entsteht mit der Sprache. Und das Geheimnisvolle für mich ist ja immer, dass ich denke, ich habe den Text im Kopf, ich schreibe was hin und dann merke ich, der ist nicht fertig und dann denke ich wieder nach und dann schreibe ich wieder was hin und dann ist es immer dieses Hin und Her. Und eigentlich ist es so, dass ich zwar meinen Leuten immer sage, wenn wir einen Text anschauen, dann schauen wir immer, wer hat ihn geschrieben und an wen ist der Text gerichtet und warum hat er den Text geschrieben oder hat sie den Text geschrieben und unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Da gibt es halt so einen Katalog von Fragen. Aber letztendlich glaube ich tatsächlich, dass wir jeden Text für uns schreiben und dass wir uns im Schreiben kennenlernen. Und wenn wir dann Glück haben, dann freut sich jemand anders auch über diesen Prozess, weil etwas Universales da drin gespiegelt wird und weil es uns triggert und uns einlädt, dann auch eben mit uns so in diesen Diskurs zu kommen. Ja, als Leser kommen wir eben durch einen Text eben mit uns in Verbindung und mit dem anderen. Und das ist ja schon mal was nicht jeder so hinnehmen würde, dass wir für uns selber schreiben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele haben, gerade wenn sie im Kontext von Schule und Studium Ausbildung schreiben, das Gefühl, sie schreiben eher gegen sich als für sich. Das ist ja auch tatsächlich dann so. Das liegt aber, denke ich, ganz viel daran, wie wir schreiben lernen. Und ich meine jetzt nicht das Malen von Buchstaben, das macht den meisten vielleicht noch leidlich Spaß, sondern das Verfassen längerer Texte. Mhm. Wir sind ja, wenn wir in der Schule anfangen, längere Sätze zu schreiben, eigene Sätze, Aufsätze, solche Sachen, geht es ja meistens darum, Thema, und jetzt leg ich mal los, Seitenzahl ist meist vorgegeben, ja, also Umfang. Ja. Und vorher haben wir vielleicht noch eine kurze Einweisung gekriegt, was so einen Aufsatz ausmacht und wie der aufgebaut sein sollte. So Einleitung, Mittelteil, abschließende Sätze, bla bla bla. Mhm. Und dann geht's los. Und kein Schwein verrät uns, dass das mit Arbeit verbunden ist. Und zwar nicht nur die Arbeit, das hinzuschreiben, sondern zum ersten die Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Bleibt uns nicht erspart, wenn wir halbwegs intelligente Dinge zu Papier bringen wollen. Und dann, wenn uns das gelungen ist, diese Dinge zu Papier zu bringen, Text zu überarbeiten. Das finde ich so wichtig. Ja. Das sind einfach zwei verschiedene Prozesse und das wird irgendwie in der Schule geschlabbert. Also dass einfach dieses erste, das weiße Papier oder die weiße, the white screen, also was ist das nochmal auf Deutsch? Also weißes Papier, das leere Blatt Papier ist schon okay. Das Computer auch, das schaut uns an. Und dann befüllen wir das erstmal. Und das ist natürlich schon mal mühsam, da was hinzukriegen. Aber das ist ja ein ganz anderer Prozess, als dann nachher das zu verarbeiten. Und also ganz in der Schule, finde ich, wird man erzogen, da einfach sowas auszuspucken und dann zu denken, das ist fertig. Und der Lehrer korrigiert es dann, also dass sozusagen der Lehrer dann ja sowieso weiß, was er hören will und der macht dann eben den letzten Schliff. Statt dass ich mein Baby sozusagen in Stufen gebäre und dann selber auch die kritische Brille aufsetze. Ne? So ist es. Und es ist vielleicht vorweg, das klingt jetzt, als würden wir nur über Sachtexte reden, ist aber nicht so. Das ist in der Belletristik genau das Gleiche. Also es ist völlig schnuppi, ob ich einen Sachtext, einen Fachtext, einen Ratgeber, eine heitere Geschichte oder sogar Lyrik schreibe. Es ist immer dieser Prozess des Schreibens, erstmal der Auseinandersetzung, der inhaltlichen und zum Teil auch formalen Auseinandersetzung, also in welcher Form will ich es schreiben, des Niederschreibens, des ersten Entwurfs. Und dann des Überarbeitens, und zwar des Mehrfachens. Ja, immer so mehrfach. Karl Valentin zu zitieren, das liebe ich nämlich sehr, diesen Spruch. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das liebe ich. Ja.
Und da ist eben Kunst. Viele meinen einfach eben, wie du sagtest, dass da eben der Aufsatz nicht dabei ist, der Schulaufsatz. Aber im Prinzip ist das auch eine Art Kunst. Ja. Das Drama ist halt, es wird nicht so geschätzt. Also es wird uns deswegen auch nicht als Kunst nahegebracht, weil im Grunde genommen niemand es wirklich ernst nimmt. Mhm. Nur über Noten. Aber im Grunde ist es völlig wurscht, ob du eine Klausur schreibst oder ob du ein Bild malst oder einen Text schreibst. Du kriegst halt eine Note dafür und das war's. Wenn du Glück hast, kriegst du über einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin noch ein differenziertes Feedback oder mal ein Lob außer der Reihe. Mhm. Und das finde ich halt so schwierig. Die Leute sind halt gewöhnt, dass das benotet wird und dass da sozusagen eine Autorität dahinter ist, dass jemand sagt, das ist richtig oder falsch, gut oder schlecht. Und dadurch geben wir ja auch unsere Selbstverantwortung ab und geben jemand anders die Macht sozusagen, über was zu urteilen. Und ich finde, also dann bemühe ich mich immer, wenn ich Feedback gebe, zu sagen, also das hier ist zum Beispiel nicht Standardsprache. Ne, es gibt zum Beispiel so ein Phänomen, das heißt Relativsatz. Und da gibt es eben diese Defining und die Non-Defining Relative Clauses. Und da gibt es schon ganz klare Regeln, wie die technisch anzuwenden sind. Ob ich jetzt diese Konstruktion wähle, ist eine stilistische Frage. Und eine stilistische Frage ist auch immer eine inhaltliche Frage. Aber wenn ich mich entscheide, einen Relativsatz zu benutzen, gibt es halt einen Standard. Und dann kann ich natürlich mal mit Absicht diesen Standard verletzen. Aber ich muss dann wissen, da habe ich das mit Absicht gemacht, um Reibung zu kreieren, um irgendwie ihn auszurütteln, um irgendeinen Effekt zu kreieren. Und jetzt kommt die, Entschuldigung, kannst du mal ein Beispiel geben? Das ist jetzt schwierig, weil ich jetzt am liebsten eine Tafel hätte. Also ich kann ja sagen, jetzt nehmen wir mal, I'm in a hall, he walked through the hallway. Four doors led to the basement oder sowas. Und dann sind das zwei Hauptsätze. Das ist jetzt ein Scheißbeispiel, weil es jetzt einfach so aus der Luft gegriffen ist und eigentlich bin ich immer ganz scharf darauf, echte Beispiele aus dem echten Kontext zu nehmen. Und die habe ich jetzt gerade nicht. Du hast mich mit der Frage überrascht. Aber dann könnte ich eben diese zwei Hauptsätze haben. Oder ich könnte sagen, he went through the hallway from which four doors led into the basement. Das ist jetzt nicht unsterblich schöne Prosa, aber es ist einfach eine Relativkonstruktion, die ich gewählt habe, um halt die Handlung wird sozusagen von im Hauptsatz weiter transportiert und im Nebensatz da, ich habe jetzt die Nebensatzkonstruktion, eben die Relativsatzkonstruktion benutzt, um es ein bisschen, um die beiden Sätze zu verbinden, um das ein bisschen glatter zu machen, diese Verbindung und um auch zu sagen, dass das Wesentliche eben in dem Hauptsatz ist, ne? Aber ob ich jetzt eine Handlung als wesentlich oder unterstützend darstelle, ist ja in meiner Hand als Autor. Und da muss ich eben überlegen, wie soll mein Leser das sehen? Soll er etwas sehen als hauptsatzwürdig oder soll er es als Unterstützung sehen? Und Unterstützung ist nicht weniger wichtig. Es ist nur anders. Also Unterstützung klingt so, als ob es nebenrangig ist. Nebensatz klingt so, als ob es nebenrangig ist. Aber es ist einfach nur eine Art, was zu präsentieren, ja. Und da ist eben das, und dann kann ich das aber auch falsch machen. Ne? Ich könnte, wenn dann ein Schüler könnte sagen, from what four doors went into the basement oder sowas. Und dann ist es einfach falsch. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, da gibt es halt diese zwei Fragen. Erstens, ein Standardrelativsatz würde jetzt eben so aussehen. Und dann die nächste Frage ist, möchtest du da einen Relativsatz benutzen? Also das waren jetzt banale Beispiele und nicht so schöne und ich habe keine Tafel hier. wie gesagt, ich finde es eben ganz wichtig, eigentlich schöne Texte anzugucken, authentische Native Speaker, und zu gucken, was haben wir hier für Strukturen und wie werden die eben erfolgreich eingesetzt und was passiert, wenn ich die auseinandernehme oder anders ausdrücke und wie wird der Text anders, ne? Und die Wirkung. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, das wird uns halt viel zu wenig nahegebracht, wenn wir das Schreiben als Handwerk lernen zunächst. Mhm. Und es wird, also so wie jetzt, wenn du wahrscheinlich so
50 Leute hast und sagst Relativsatz oder zwei Hauptsätze, dann gucken die dich erstmal blöd an. Was ist ein Relativsatz? Kannst du mal erklären? Genau. Obwohl sie alle die Schule absolviert haben. Aber das liegt daran, wir werden mit Grammatik gequält, muss man leider mal sagen. Das ist für die meisten Qual. Ohne, dass es einen Bezug zum Text. Leben hat. Genau. Ja, zum Leben. Und zu den Texten, die wir schreiben, ohne dass besprochen wird, wie ist die Wirkung von diesen Relativsätzen, von überhaupt grammatikalischen Konstruktionen im Text. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn wir erstmal einen Text runterschreiben, also zumindest bei mir ist es so, wenn ich eine Geschichte schreibe oder einen Roman, klar, ich plotte erstmal, überlege mir die Handlung, logisch. Also ich jedenfalls, so logisch ist es nicht. Es gibt auch andere Menschen, die das komplett anders machen, die eine vage Idee haben und drauf losschreiben. Das ja, auf Englisch heißt er dann, die heißen dann Pantsers. Das sind die, die they fly by the seat of their pants. Toll. Also Nick Stevenson nennt die jedenfalls Panthers. Nicht Panthers mit TH, sondern Panthers flying by the seat of their pants. Es sind Plotters and Panthers. Ja, ich bin definitiv ein Plotter. Also ich plotte erst und dann fange ich an zu schreiben. Ja. Und über solche Sachen, wie schreibe ich, also wie konstruiere ich Sätze, mache ich mir erst ganz zum Schluss Gedanken. Wobei ich sagen muss, bei mir passiert auch viel intuitiv. Das wird bei den meisten so sein. Ja, da wollte ich noch sagen, wenn ich das gerade sagen darf. Also wenn man Schriftsteller ist, dann muss man ja auch nicht wissen, was ein Relativsatz ist. Denn alle Schriftsteller, mit denen ich gesprochen habe oder über die ich gelesen habe oder von denen ich Autobiografien gelesen habe, alle lesen ganz viel. Und es gibt ja diesen Spruch, all writers are avid readers. Also jeder echte Mensch, der schreibt, der liest und die liest ganz, 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 ganz viel. Und nicht jeder, der viel liest, ist auch Schriftsteller oder Autor, aber andersrum ist immer wahr. Jeder, der schreibt, der professionell schreibt, liest, ist eine Leseratte. Und respektive aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich sagen, dass wenn dem nicht so ist, die Leute also nicht so viel lesen, man es tatsächlich an den Texten merkt. Ja, ja. Und ich merke selber, wenn ich gerade viel lese und viel höre, dann schreibe ich besser, ist ganz klar. Mhm. Also ich, das ist so. Und deshalb ist eben so, wenn jemand viel, viel liest, Spracherwerb ist intuitiv und das Gehirn ist einfach so genial. Wenn wir viel lesen, dann verarbeitet es diese Konstruktionen und die Konstruktionen brauchen für das Gehirn keinen Namen zu haben. Für den kreativen Output reicht es dann. Genau. Aber wenn man als Lektor und als Lehrerin arbeitet, als Lektorin und als Lehrerin, dann müssen wir wissen, was da für Konstruktionen sind, weil wir ja nicht, also unseren Kunden reicht es ja nicht, wenn wir sagen, richtig, falsch, schön, blöd. Die wollen ja gerne wissen, was es für Optionen gibt. Und sie müssen sich gar nicht merken, dass es ein Relativsatz ist, aber einfach nur, wenn ich das weiß und das dann darlegen kann, reicht es ja. Und ich finde auch, wir werden kognitiv pfiffiger. Also ich sehe mehr, wenn ich es analysiere und kann dann auch tiefer Spracherwerb betreiben. Also wenn Grammatik lebensnah gemacht wird, als Power-Tool verwendet wird, dann finde ich, bereichert es alles. Aber wie gesagt, die meisten großen Schriftsteller haben kognitiv von Grammatik keine Ahnung und müssen es nicht haben. Nein, aber die haben ein Gespür für Konstruktionen und das ist ganz wichtig, weil ich nämlich, bleiben wir mal bei den Haupt- und Nebensätzen, du hast es ja schon gesagt, in den Hauptsatz kommt die Hauptaussage, deswegen heißt das Ding auch Hauptsatz, sagen wir mal jetzt, so kann man sich gut merken. Ja. Und in den Nebensatz kommt das, was nebenbei noch ganz interessant ist an Info. Das Unterstützung, die Unterstützung. Genau. Mhm. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich sage, es regnete, während ich Willi um die Ecke brachte, ist ganz klar nicht ganz so glücklich, weil es regnete, ist der Hauptsatz, während ich Willi um die Ecke brachte. Ich würde mal spontan sagen, das Wichtige an dem Satz ist, dass Willi hinterher nicht mehr der ist, der er mal war.
Ja, es sei denn, du möchtest psychologisch gesehen das als Nebenhandlung machen. Das ist natürlich super spannend, aber dann hast du Absicht und bewusst gemacht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also ich kann das so machen, es regnete, während ich Willi um die Ecke brachte. Wir können davon ausgehen, dass es sich dabei eher um ein humoristisches Machwerk handelt. Oder psychologisch. Tatsächlich meine ich, in mancher Hinsicht könnte das ein guter Anfang sein für eine Kurzgeschichte. Ja, das könnte es durchaus. Aber dann finde ich, muss es so sein, dass es eben aus der Sicht von diesem autistischen vielleicht Erzähler ist, wo einfach Gewichtungen aus dem Ruder geraten sind. Genau, aber das ist der Punkt, das kann ich machen, wenn ich weiß, was es aussagt. Das ist nämlich genau die Gewichtung, die wir dem Geschehen oder diesen beiden Geschehen, einmal Regen, einmal Mord, normalerweise im Leben entgegenbringen, ins Gegenteil verkehrt. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen. Genau. Und wenn ich ein Gespür für Sprache habe, dann weiß ich das oder ich spüre es, ich merke es. Mhm. Es passiert aber auch Menschen, dass sie es nicht wissen. Und da ist es ganz, also da ist einfach Hauptsatz, Hauptaussage, Nebensatz, Nebenaussage. Ich brachte Willi um oder um die Ecke, während es draußen regnete. Ich meine, warum wir jetzt die Wetterinformation brauchen während des Mordes, ist eine andere Sache. Ja, es ist ja auch nur ein Beispiel. Aber da ist ganz klar, eigentlich ist Willi und sein unfreiwilliger Tod das, worauf wir den Fokus richten, nicht der Regen. Und wenn ich die beiden Dinge vertausche, also Haupt- und Nebensatz, verschiebt sich der Fokus. Genau, und das geht eben nur, um das zu machen, um einen Effekt zu erzielen, geht es halt nur, wenn allen Leuten die Faustregel bekannt ist. Genau. Intuitiv oder auch eben kognitiv. Genau. Ja. Und das ist etwas, das kann, wenn ich wild schreibe, schon mal passieren. Also das heißt, wenn ich eben den ersten Entwurf niederschreibe, weil es an dem Punkt möglicherweise wichtiger ist, dass ich das, was ich inhaltlich zu Papier bringen will, erstmal dahin bringe oder in die Tasten haue. wie auch immer, jedenfalls festhalte. Und dann kann ich im Nachgang nochmal gucken, ist die Gewichtung richtig oder muss ich was ändern oder habe ich sowieso noch ein paar Details vergessen, bevor ich dann nochmal meinetwegen an die Wortwahl gehe oder so. Und das ist der entscheidende Punkt, das ist vielen gar nicht klar, dass sie tatsächlich, also dass es tatsächlich nicht darum geht, das, was sie jetzt im Kopf haben, eins zu eins niederzuschreiben, und das ist der große geniale Wurf. Ja. Ja. Das ist wie beim Bildermalen, und ich glaube, auch das ist vielen nicht klar, wenn wir also Bilder, also gemalte Bilder jetzt, aber auch bei Fotografien ist es im Grunde das Gleiche sehen. Wir bewundern das Endprodukt oder auch nicht, finden es vielleicht auch nicht so toll, egal. Jedenfalls, wir sehen ein Bild und denken, boah, der hat sich dahingestellt und das gemalt oder die hat sich dahingestellt und geknipst. Und was wir nicht wissen, ist, dass es zu jedem oder, ja, soweit ich weiß, zu den großen Meisterwerken und auch den weniger großen immer Skizzen gibt, in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, es gibt eine Entwurfsskizze, es gibt eine Kompositionsskizze, es gibt gegebenenfalls auch Farbskizzen, welche Farben wähle ich, mehr düster, mehr bunt, wie sind die Gegenstände oder Farben oder Formen auf dem Bild angeordnet, und so ist es beim Schreiben auch. Es ist eben nicht so, ich stelle mich hin und fange an zu pinseln und hinterher habe ich ein hübsches Bild von meinem Hund, sondern die meisten Künstler und Künstlerinnen, also die das ernsthaft betreiben, über das mal schnell was hingemalt hinaus, machen Entwürfe. Beschäftigen sich mit Komposition, beschäftigen sich mit Perspektive, wie auch beim Schreiben. Spannendes Thema, werden wir sicherlich nochmal drauf kommen, auf die Perspektive. Ja, ja, auf jeden Fall. Und so ist es eben auch beim Schreiben. Es ist ein Irrtum, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nochmal für diejenigen zu sagen, die sich mit Texten sehr quälen. Es ist ein Irrtum, dass es irgendwen gibt, der sich hinsetzt, einen grandiosen Text schreibt
und das war's, ohne daran noch was zu tun. Das mag sein, dass das in einem von 100.000 Fällen vorkommt, aber dann, das ist dann Glück. Nee, ich würde mal sagen, ja, das ist Glück und es ist dann auch trotzdem Vorarbeit da gewesen. Ja. Dann war eben jahrelang das Ringen mit dem, also man kann ja auch mit dem Text ringen, während man mit dem Hund spazieren geht und das Klo. Mhm. Ne? Also das arbeitet ja, das ist ja immer das Spannende, das sagen ja auch alle, die kreativ arbeiten. Wir sitzen am Schreibtisch und lernen und schreiben und lesen und dann gehen wir spazieren und auf einmal haben wir einen Geistesblitz. Und deswegen ja diese kreative Muse, die eben Teil des kreativen Prozesses ist. Wir brauchen den Input immer. Und dann brauchen wir ein bisschen Päuschen, damit das Gehirn das verarbeiten kann. Und dann wird aus dem Input was kreiert. Genau. Ja, und eins meiner Pet Peeves, was ist denn das auf Deutsch? Das ist so ein Lieblingstrauerthema. Oder ein worüber ich mich immer gerne beschwere. Gibt es da so einen Ausdruck? Ich überlege gerade, mir fällt jetzt nichts ein. Wahrscheinlich nachher, wenn wir fertig sind und ich ja. dann in der Küche stehe und Mittag mache oder so, fällt es mir ein. Ja, und jetzt ist mir das, jetzt wollte ich was ganz Spannendes sagen, jetzt habe ich das vergessen. So ein Mist. Ja, also es ist jedenfalls so, dass es immer ein Produkt ist, ach, jetzt weiß ich, was so wichtig war. Der Input ist eben das Wichtige und dann die Ruhe und dann kommt Output. Und wenn Kinder eine Fremdsprache lernen, dann wird ja immer vergessen, dass man ja bei der Muttersprache erstmal dieses Eintauchen im Mutterleib hatte, dann das Eintauchen als Kind, dann dieses Sehen und Nachahmen und dieses freudevolle Nachahmen und dieses Wiederholen. Und erst, wenn wir in die Schule kommen, kommen dann die Augen und der Intellekt dazu. Dann haben wir aber schon die Grundlagen der Sprache. Und wenn wir jetzt eben eine Fremdsprache lernen, dann wird nur über die Augen und den Intellekt das gemacht, hauptsächlich. Und Input passiert viel zu wenig und die Kinder sollen vom ersten Tag an schreiben. Und es ist einfach kein Input passiert. Und dann passiert nämlich das, dass sie eben die wenigen englischen Worte, die sie haben, auf die deutsche Matrix aufdrücken. Und wenn das zur Gewohnheit wird, ist es ganz schwer, das rauszuholen. Ne? Und eben dass bei jedem Autor, der schreibt, eben das immer ein Resultat ist von diesem langen Eintauchen und Nachahmen und Schreiben. Und dann kommt das Kunstwerk und dann wird das Kunstwerk eben dann nochmal eben, sagt man auf Deutsch, revidiert? Revision? Ja, oder überarbeitet. Überarbeitet, ja. Ja, das ist das eben, ne? Das ist das dieses vorher, dieses Input vorher, dieses Rausspucken und dann das Überarbeiten, was ja manchmal schmerzhaft und manchmal ganz spannend ist, ne? Ja. Ich habe gerade ein Interview mit Aaron Sorkin gehört, der ja viele sehr bekannte Scripts geschrieben hat und weiterschreibt und der redet eben auch von Writer's Block und der redet auch davon, wie viel Arbeit es ist zu schreiben. Ja. Und dann denken die alle, ja, mal kurz so einen Dialog hinschreiben, was ist denn da schon dran, ne? Nee. Das ist ganz genau im Gegenteil. Also gerade kurze Dialoge oder kurze Texte zu schreiben, die spannend sind, die Dinge auf den Punkt bringen, das ist ganz schwierig. Und wenn man dann noch komisch schreiben will, das ist, finde ich, überhaupt die hohe Kunst. Also es ist nicht gewollt. Witz. Ja, Witz zu schreiben, Komik, Humor, Satire ist für mich also die hohe Kunst des Schreibens. Ja, weil nämlich das so spontan aussehen muss, etwas, was ein langer Prozess ist, soll aber so aussehen, als ob es gerade so mal eben in den Kopf gesprungen ist. Ne? Genau. Mhm. Und wenn es so aussieht, steckt da viel, viel Arbeit vermutlich hinter. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass das Schreiben nur Arbeit ist. Also wenn jetzt alle, die gedacht haben, oh, das gucke ich mir mal an, was die beiden erzählen zum Schreiben, sich jetzt überlegen, ach nee, das lasse ich lieber, das klingt saumäßig anstrengend. Also es ist natürlich auch so, klar ist es anstrengend, aber alles, was wir üben, was wir wiederholen, wo wir tiefer eintauchen, ist mit einem gewissen Maß an Anstrengung verbunden. Aber es macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, das darf man nicht vergessen. Also dieses Schreiben ist wie zum Beispiel beim Marathonlaufen, das wäre jetzt nun das, was ich mir nicht
so direkt vorstellen könnte, aber wer weiß. Es kommt natürlich irgendwann an den Punkt, wo du in so einen Flow kommst, wo du einfach so eins mit dir, dem Text, der Sprache, dem Schreiben bist, dass es nicht mehr anstrengend ist, sondern einfach sehr beglückend. Mhm. Ich glaube, das ist wie mit allem, wenn wir was schaffen, wenn wir was produzieren aus uns heraus, was über Gummiringe hinausgeht, dann ist das einfach etwas, was zwar mit Arbeit verbunden ist, aber auch gleichzeitig sehr, sehr bereichernd. Ja, ich glaube, da ist einfach auch gefragt, dass man diese Spaß und Arbeit nochmal neu definiert. Also, mhm. Also da gibt es zwei Sachen. Das eine ist diese Idee, dass Arbeit immer schmerzhaft sein muss. Und wenn es nicht schmerzhaft ist, hat man nicht gearbeitet. Ne? Und zum anderen die Idee, dass eben Schreiben oder solche Sachen immer Spaß machen müssen und keine Arbeit sind. Ne? Also dass eigentlich, ich möchte gerne, dass beides evaluiert wird und beides also das Schreiben ist super viel Arbeit und es ist manchmal schmerzhaft, aber trotzdem erfüllend. Genau. Und trotzdem und super wichtig, finde ich eben. Nicht mal sowas, es ist nicht was Überflüssiges, sondern für mich ist es tatsächlich eine von den grundlegenden Menschseinshandlungen. Aber das geht sehr weit. Mhm. Sollen wir das für jetzt mal zum Ende führen? Und du erzählst uns noch ganz kurz, du hast doch erwähnt, dass es noch mehr über Perspektive gibt. Und ich würde so gerne noch ganz kurz hören. Du schreibst zwei Bücher und du möchtest jetzt bald Kurse anbieten. Magst du dazu noch kurz was sagen? Ja, lustig, wie du von der Perspektive darauf kommst, aber gut. aktuell bereite ich die Veröffentlichung eines Jugend-Fantasy-Romans vor. Also es geht um Dämonen, es geht um keltische Druiden und es geht um eine junge Frau in Heidelberg. Heidelberg deshalb, weil da eine der ältesten Universitäten Deutschlands steht. Mhm. Und dort gibt es ein Buch, da gibt es mehrere, ich weiß, aber ein spezielles, ein sehr altes Buch, das ein Geheimnis birgt. Mhm. Und das für einen Menschen, wobei das mit dem Mensch so relativ ist bei Fantasy, wie wir ja alle wissen, mhm. unter Umständen ziemlich blöd kommen kann, wenn dieses Buch in die falschen oder auch vielleicht richtigen Hände gerät. Mhm. Es geht natürlich auch um Gefahr, es geht um Liebe. Mhm. Habe ich ja schon gesagt, in meinen Büchern geht es auch immer so um Liebe. Mhm. Und es wird bald erscheinen, das Buch. Mhm. Unter meinem Pseudonym Terry Burns. Ja, cool. Und zwar so im Herbst, Spätherbst. Mhm. Das zweite ist ein Hundekrimi. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, tue ich das jetzt. Ich liebe Hunde. Mhm. Um es mit Loriot zu sagen, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Und es sei denn, es wird ein Leben ohne Katze, dann ist es vielleicht nicht mehr sinnlos. Aber gut, ich meine mit Katze, Entschuldigung, das war jetzt ein Freudscher. Ja. ein Leben mit Katze, gut. Ein Hundekrimi und als nächstes plane ich einen Landkrimi. Ich lebe ja oder pendle zwischen Berlin und der Prignitz. Die Prignitz kennen nur die Prignitzer. Mhm. Ein wunderschönes Fleckchen Erde mit sehr wenigen, aber dafür auch sehr netten Menschen. Mhm. Und dort wird es auch bald eine Leiche geben. Oh Gott. Und ja. Und die liegt genau auf der Grenze zwischen Brandenburg und Meckpomm. Oh, ja, das weißt du schon. Das weiß ich schon und ich weiß auch, dass ein Lateinlehrer vorkommen wird. Oh. Und ein Bauernhof. Oh, spannend. Ja. Ja cool. Die Krimis schreibe ich unter meinem bürgerlichen Namen, Anja Feldhorst. Wir können uns auch gerne bei Gelegenheit mal über Pseudonyme und deren Sinn und Unsinn unterhalten. Ja, das würde ich auch gerne machen. Das finde ich spannend und das hast du mir erklärt. Das fand ich sehr spannend und sehr einleuchtend. Mhm. Ja. Ja, soweit das. Ach ja, mit den Workshops, das wolltest du noch wissen. Also ich habe immer punktuell Workshops schon gegeben, habe auch eine ganze Weile an der Hochschule, an verschiedenen Hochschulen unterrichtet, in dem Fall wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, also nicht Belletristik, logisch. Mhm. Und
möchte das jetzt ein bisschen systematisieren mit dem Workshop geben und werde ab nächstem Jahr sowohl Online-Workshops als auch analoge Workshops, also so richtig zum Anfassen mit Griffel und Schiefertafel. Aber ich bin ja scharf darauf, geben. Dass du es auch eben, eben online machst, weil ich dann so mitmachen kann, wo ich doch in Aachen bin. Und ich unterrichte ja eben diese ganzen Dinge auf Englisch und finde es einfach auch mal spannend oder immer wieder spannend, die deutsche Perspektive zu sehen. Ja, das ist auch spannend. Also zumal ja die gerade die Amerikaner eine ganz andere Tradition haben, was das Schreiben betrifft. Ja. Und vor allem, was das Lehren des Schreibens betrifft. Was mich persönlich viel mehr reizt. Also ich finde das wirklich ganz charmant, wie die das machen und super sinnvoll. Ja. Definitiv. Mhm. Und das ist auch etwas, da denke ich, hinkt Deutschland noch ein wenig hinterher. Und genau, deswegen machen wir das anders. Genau. Da ist ein Markt dafür da, tatsächlich. Ja, es gibt einfach viele Menschen, die tatsächlich Lust haben, Schreiben zu lernen, also das Handwerk des belletristischen Schreibens oder eben auch gerne bessere Fach- und Sachtexte schreiben möchten. Und das ist auch gut so. Ja, ich finde es auch. Also ich finde, Schreiben, man muss ja nicht, erstens kann man ja heute Self-Publishing machen, aber das Wesentliche ist ja auch, dass es ja eben nicht um die Veröffentlichung geht, sondern um diesen Prozess, weil ich eben meine, dass wir Bewusstsein schaffen dadurch. Und ich finde daher, dass also Schreiben sowie Malen einfach Bewusstseinsübungen sind, die eben nicht nur schön, sondern auch wichtig sind. Mhm. Genauso wie ich ja auch wirklich finde, dass Literaturlesen nicht Luxus ist, sondern ein Muss. Und es macht Spaß, es ist ein Luxus und es ist ein Muss, weil es uns hilft, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und darum finde ich, dass das so genial ist, dass Lesen ja Spaß macht und uns hilft oder helfen kann. Mhm. Ne? Ja, dann danke ich dir sehr für das schöne Gespräch. Und ja, ich auch. Auf das nächste Mal. Unbedingt. Ja, gibt es noch eine dringende Sache, die wir loswerden müssen oder... Sagen wir einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sagen wir einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, dann mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.